Also das wollte ich ja hier ganz mal kurz auch vom Professor hier, Uli, auch gesagt, da gibt es Leute, die unglaublich mit 80 Jahren, noch 83 Jahren noch rudern und so. Das ist alles überhaupt kein Problem. Wir werden ja eh alle immer älter. Ne? Als ich so 10 Jahre war und zum Werk Königs, als mein Vater da gearbeitet hat und der mal seinen Henkelmann vergessen hat, und dann, wenn ich da einen 60-Jährigen gesehen habe, da habe ich gedacht, der ist morgen tot. Der sah tatsächlich aus wie heute 90-Jährige. Ist doch so. Und wir waren alle immer älter. Meine Tochter ist zum Beispiel 25, wenn die im Jahr 2060 70 wird. Ist das im Moment ausgerechnete Durchschnittsalter der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland? 70 Jahre im Jahr 2060. Da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen was tun, oder? Das geht nicht so weiter. Ja, aber wie gesagt, das Alter ist gar nicht so schlimm. Wir sehen ja immer jünger aus. Ne? Ist ja auch kaum einer über 60 hier, oder? Und, alle sind 60 geboren. Deshalb ist es, das mit dem Altwerden ist gar nicht so schlimm. Ich war nämlich mal in Augustino. Kennt ihr das, Augustino? Ja. Muss da mal einer hin? Die machen um 9 Uhr zu.